Man kann ja mal drüber reden. Hildegard von Bingen und Teresa von Avila im fiktiven Gespräch. Hildegard. Ach, Theresa, du verstehst mich so gut. Es ist wirklich nicht einfach, diese Gelübde einzuhalten. Besonders wenn das Verlangen nach Nähe und Zuneigung aufkommt. Aber sag mir, wie gehst du damit um? Du hast recht, Jesus ist nicht so greifbar wie ein irdischer Partner. Theresa. Oh, Hildegard, du sprichst mir aus der Seele. Manchmal wünschte ich mir auch, Jesus wäre in dieser Hinsicht präsenter. Doch ich habe gelernt, dass die Liebe zu ihm eine ganz andere Art der Erfüllung bringt. Statt nach einem irdischen Partner zu suchen, konzentriere ich mich auf die mystische Vereinigung mit Gott. Hildegard. Das klingt so erhaben und tiefgründig, Theresa. Ich bewundere deine Hingabe. Aber lass mich dir sagen, manchmal sehne ich mich nach etwas Unkompliziertem. Die körperliche Nähe zu einem Menschen kann auch Trost und Geborgenheit spenden. Theresa. Da hast du sicher recht, Hildegard. Körperliche Nähe kann tröstlich sein, aber ich versuche dieses Verlangen in spiritueller Hinsicht zu transformieren. Wenn ich die Nähe Gottes fühle, ist es fast so, als ob ich in den Armen meines geliebten Partners ruhen würde. Hildegard. Das ist eine sehr poetische Vorstellung, Theresa. Aber ich muss zugeben, dass es manchmal schwerfällt, meine menschlichen Bedürfnisse von meinen spirituellen Bestrebungen zu trennen. Die Einsamkeit kann schon drückend sein. Theresa. Oh ja, die Einsamkeit ist eine Prüfung, die wir beide teilen, Hildegard. Als Nonnen fühlen wir uns manchmal von der Welt abgeschnitten, doch sie bietet auch Raum für eine tiefere Verbindung mit Gott. Und glaub mir, die Erfüllung, die du in spiritueller Nähe finden kannst, übertrifft sogar die eines irdischen Partners. Hildegard. Deine Worte berühren mich, Theresa. Ich sollte vielleicht mehr Zeit in der Stille und Kontemplationen verbringen, um diese besondere Verbindung zu entdecken. Theresa. Es lohnt sich wirklich, Hildegard, aber vergiss nicht, dass wir auch menschlich sind und unsere Bedürfnisse haben. Es ist in Ordnung, dass wir uns nach menschlicher Nähe sehnen, solange wir unsere spirituelle Suche nicht vernachlässigen. Hildegard, du hast recht, Theresa. Es geht wohl darum, eine Balance zwischen unserer menschlichen Natur und unserer spirituellen Reise zu finden. Vielleicht können wir uns gegenseitig in dieser Herausforderung unterstützen. Theresa, das wäre wunderbar, Hildegard. Als Schwestern im Glauben können wir uns stärken und ermutigen, unseren Weg mit Gott zu gehen, während wir auch die Freuden und Herausforderungen unseres menschlichen Lebens akzeptieren. Hildegard. In der Tat, Theresa, lass uns gemeinsam unseren Weg gehen und uns daran erinnern, dass wir nicht allein sind, weder in unseren menschlichen Sehnsüchten noch in unserer Verbindung zu Gott. Theresa. So sei es, Hildegard. Gemeinsam werden wir unsere Bestimmung als Nonnen erfüllen und unsere Herzen für die Liebe Gottes öffnen. Möge unser Dialog auch andere inspirieren, ihre eigenen Wege der Erfüllung zu finden. Hildegard. Amen, Schwester Teresa.
Möge unser Gespräch eine Quelle der Ermutigung und des Trostes sein für alle, die ähnliche Herausforderungen in ihrem Leben meistern. Ende. Hildegard von Bingen war eine deutsche Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin, Komponistin und eine bedeutende Natur- und heilkundige Universalgelehrte. Hildegard von Bingen gilt als erste Vertreterin der deutschen Mystik des Mittelalters. Geboren 1098 in Bermersheim vor der Höhe, verstorben 17. September 1179 Bingen am Rhein. Teresa von Avila war Karmelitin sowie Mystikerin. In der katholischen Kirche wird sie als Heilige und Kirchenlehrerin verehrt. Daneben wird auch in der anglikanischen und evangelischen Kirche mit Gedenktagen an sie erinnert. Geboren 28. März 1515, Avila, Spanien, verstorben 4. Oktober 1582, Alba de Tormes, Spanien.